Moin Leute, heute habe ich mal was ganz Neues für euch und zwar würde ich gerne mit euch Babykekse machen und damit meine ich nicht ganz kleine Kekse, sondern Kekse für Babys. Ja, das Rezept ist von Dietland und besteht im Grunde nur aus 5 Zutaten, also ist super einfach zu machen. Ja, los geht's. So, für die Kekse braucht ihr erstmal eine Banane, das sollten so ungefähr 100 bis 110 Gramm sein. Und die könnt ihr mit einer Gabel erstmal schön matschig zerdrücken. Dann braucht ihr 40 Gramm Cashewkerne und die könnt ihr in so einem Cutter schön fein mahlen. Die Cashewkerne könnt ihr gleich mal zu den Bananen geben und schon mal unterrühren. Zu der Banane könnt ihr auch schon mal etwas Öl geben und zwar 2,5 Esslöffel Sonnenblumenöl, also ca. 25 Gramm. Auch schon mal unterrühren. Und die trockenen Zutaten könnt ihr schon mal extra verrühren. Und zwar habe ich hier 70 Gramm Vollkorn-Dinkelmehl und 70 Gramm Dinkelmehl 1050. Außerdem einen Teelöffel Backpulver. Und das könnt ihr dann ganz einfach in die andere Schüssel geben und zu einem schönen Teig vermengen. Wenn der Teig noch ein bisschen an den Händen kleben sollte, dann geht einfach noch ein bisschen Mehl dazu. Das kommt immer auch ein bisschen auf die Banane an. So, jetzt müsst ihr den Teig bloß noch schön flach ausrollen und dann mit einer Aufstechform ausstechen. So, und wie kommen wir in den Ofen? Und zwar bei 180 Grad für ca. 15 Minuten, allerdings ohne Vorheizen. So, das waren jetzt 15 Minuten. Und die sehen auch schon gut aus. Die können wir jetzt erstmal rausnehmen und ein bisschen abkühlen lassen. Ja, zum Probieren habe ich mir heute mal einen kleinen Gast eingeladen. Hi, Herrn. So, gleich mal einmal kosten. Ja, genau, schmeißen runter. Ja, scheint jetzt zu schmecken. Irgendwie hat er doch erst einen Zahn, deswegen ist es noch ein bisschen schwierig. Ja, die Kekse sind natürlich nicht nur für Babys. Einfach wenn ihr mal Kekse haben wollt, die nicht so süß sind, weil auch kein Zucker drin ist, dann wären die auch richtig. Natürlich ersetzen die keine Babymahlzeit, die sind eher so zum, ja, so ein bisschen zum Spielen und einfach, mal für zwischendurch. Das meiste davon krümelt eh meistens auf dem Boden, sag ich mal so. Aber auf jeden Fall, ihm gefällt das sehr und es ist gesünder, denke ich mal, als wenn man irgendwie gekauftes Brot oder sogar gekaufte Kekse oder so geben würde. Besonders weil, wie gesagt, halt kein Zucker drin ist. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Mini-Rezept gefallen. Ja, mir dann anscheinend schon. Und dann wünsche ich euch wieder viel Spaß beim Nachmachen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ba 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 ba
Fertig.